Einerseits gilt die Unschuldsvermutung. Das heißt, Verdächtige sollten möglichst nicht exponiert werden, denn falsche Anschuldigungen lassen sich hinterher nicht mehr gutmachen. Auf der anderen Seite aber können die Medien nützlich sein, um die Öffentlichkeit zu informieren, falls Gefahren bestehen. Und sie können auch als Fahndungsmittel eingesetzt werden, indem man zum Beispiel ein Fahndungsbild zeigt oder sogar in einen Dialog tritt mit dem Täter, was ja hier der Fall war. Die Polizei will das Phantom bei seiner Eitelkeit packen. Bewusst zeichnet sie den Täter schlecht rasiert. Wir hatten gewisse Vorinformationen. Wir hatten schon bemerkt, dass die Täterschaft eitel reagiert. Wenn etwas, das wir publizierten, nicht stimmte, setzte sie sich zur Wehr. Deshalb entschlossen wir uns, auf diesem Robotbild, das wir aufgrund von Opferaussagen erstellten, die Bartstoppeln hervorzuheben, mit dem Ziel, dass er allenfalls reagiert. Und der Täter reagiert sofort. Doch die Polizei durchschaut ihn. Abermals eine falsche Fährte legen. Der Täter beschwert sich auch über die Bartstoppeln und moniert, das sei nicht freundlich. Er rasiere sich jeden Morgen. Nicht nur der Täter reagiert. Bei der Telefonhotline der Polizei gehen in den folgenden Tagen mehr als 700 Hinweise ein. Es melden sich auffällig viele junge Frauen. Sie geben an, sie seien in den letzten Monaten von einem Mann angesprochen worden, der der Täterbeschreibung entspreche. Während die Polizei jedem Hinweis nachgeht, erholt sich Astrid K. nur langsam. Bis zur Tatnacht war Ballett ihr großes Hobby. Ob sie jemals wieder tanzen kann, ist zu jener Zeit ungewiss. Ich schaffte es schon nicht, mich im Bett allein auf die andere Seite zu drehen. Das war dann das Erste, was ich im Paraplegikerzentrum lernte. Wir übten das einen Nachmittag lang. Ich lernte, mich wieder aufzusetzen. Ich musste wieder lernen, mich anzuziehen. Am Anfang brauchte ich eine halbe Stunde allein, um mir die Schuhe anzuziehen. Doch ich wollte es selber versuchen, denn ich wusste, es würde mich voranbringen. Nur wenn ich lernte, alles selbst zu tun, würde ich meinen Weg wieder finden. Die Polizei fahndet fieberhaft, ohne Erfolg. Der Druck wird immer größer. Man hat zwar bereits seit einem halben Jahr das DNA-Profil des Phantoms, aber noch immer keinen dazugehörenden Täter. Schließlich mischt sich auch die Politik in den Fall ein. Die zuständige Berner Regierungsrätin überlegt laut, ob man Massen-DNA-Tests durchführen solle. Der Nationalrat stimmt in der Folge über das neue DNA-Gesetz ab. Viele Parlamentarier fordern jetzt, nicht nur Schwerverbrecher, sondern auch Kleinkriminelle sollen in einer zentralen DNA-Datenbank gespeichert werden. Die meisten fangen mit Diebstählen an, mit kleineren Dingen. Auch der Mitternachtsmörder begann mit einem Entreißdiebstahl und am Ende kam es zu einem Mord. Man hätte den Täter früher überführen können. Nicht zuletzt deshalb entscheidet der Rat, auch bei kleineren Delikten wie Diebstählen darf eine DNA-Probe angeordnet werden. Das DNA-Profilgesetz ist seit 2005 in Kraft. Die ersten Erfahrungen mit diesem Gesetz zeigen, dass es richtig war, die Möglichkeiten nicht zu sehr einzuengen. In anderen Ländern, in Deutschland zum Beispiel, war diese Möglichkeit vorerst stark auf Sexualdelikte eingeschränkt. Das Mittel war deshalb wenig erfolgreich. Weil man eben sieht, dass das Deliktspektrum viel breiter ist. Tatsächlich ist das Deliktspektrum viel breiter. Aus der kriminologischen Forschung weiß man, dass kriminelle Karrieren nicht von Kindheit an im immer gleichen Deliktbereich ablaufen, sondern dass es um ein Multiproblemverhalten geht. Ein Risikoverhalten ist, das sich gegen sich selber, aber eben auch gegen andere äußert. Und insofern ist es notwendig, dass man den Bereich möglicher Delikte breit fasst. Allerdings ist es sinnvoll, dass man, wie es in der Schweiz geschieht, den Bagatellbereich, also einfache Übertretungen, völlig ausschließt. Das ist selbstverständlich. Fünf Tage nach der Tat rief er an. Er rief immer spät abends an, wenn er von der Arbeit zurück war. Er fragte, ob er für ein paar Tage kommen dürfe. Er habe frei.
Doch wir waren in jener Woche alle sehr beschäftigt und nur gerade zum Schlafen zu Hause. Er sagte, er hätte nur ein paar Tage kommen wollen, um zu kochen und den Haushalt zu besorgen. Dann käme er eben ein andermal. Wir telefonierten bestimmt noch während 3 Viertelstunden. Er erzählte vom Urlaub im Schwarzwald, den er nach unserer Trainingswoche verbracht hatte. Ich bemerkte absolut nichts Außergewöhnliches. Er war wie immer. Von den über 700 Hinweisen, die bei der Polizei eingehen, ist einer entscheidend. Wir bekamen schließlich die Information einer Mutter, deren Tochter, eine junge Frau, aussagte, sie hätte mal einen solchen Brief mit einem ähnlichen Schriftbild bekommen. Auf diesem Brief stand ein Name, der auf die Täterschaft hinwies. Auf diesem Brief stehen Name und Adresse des Absenders. Sie führen direkt zum Täter. Auch die Jugendfreunde von Michael reagieren. Nachher steht die Handschrift. Ich sah die Handschrift im Blick und erkannte sie sofort. Das brannte sich mir ein. Danach rief ich dich an, noch am selben Abend. Ich war aber nicht da. Wir diskutierten dann, was wir tun sollten. Das Ereignis holte uns ein. Es vergingen dann noch ungefähr 2 Tage. Verhaftung. Die beiden Gewaltverbrechen in Bern-Bümplitz und Niederwangen sind geklärt. Die Polizei hat gestern Abend in Spiegel bei Bern einen 27-jährigen Schweizer verhaftet. Noch am selben Abend ist der Mann ein erstes Mal befragt worden. Dabei hat er ausgesagt, beide Taten, den Tötungsversuch in Bern-Bümplitz und das Tötungsdelikt in Niederwangen, vom 31. Juli, 1. August 2002 begangen zu haben. Auf einmal klingelte das Telefon. Mein Mann war am Apparat. Ich erkannte die Nummer, sonst hätte ich gar nicht geantwortet. Ich nahm also den Hörer und er heulte nur. Ich geriet in Panik. Ich dachte, es sei irgendetwas mit den Kindern passiert, irgendetwas ganz Schreckliches. So ging es eine Zeit lang. Ich konnte auch nichts sagen. Meine Angst war zu groß, um zu fragen, was passiert sei. Da sagte er, Mischa ist der Mörder. Ich kam mir vor wie auf einer Rolltreppe, die zu schnell läuft. Der Boden unter meinen Füßen war weg. Nachdem der Täter gefasst ist, finden die Medien schnell heraus, wer der Mitternachtsmörder ist. Es ist der 27-jährige Waffenläufer Mischa Ebner. Es war ein Moment von Erleichterung. Es war im Moment eine Erleichterung. Davor, bevor der Täter gefasst wurde, hatte man einfach in Angst und Unsicherheit gelebt. Ich informierte mich dann zwar, aber im Grunde genommen wollte ich gar nicht mehr über den Täter erfahren, über seine Vergangenheit, weil er ja eigentlich nicht in mein Leben gehörte. Unsere Wege hatten sich zwar während eines kurzen Moments gekreuzt, doch ich sagte mir, ich will mich nicht mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen. Sonst schwebt das Ganze wie ein Schatten über meinem Leben. Ich wollte auf meinen eigenen Weg zurück und wollte nichts darauf, was dort nichts zu suchen hatte. Doch die Medien wollen wissen. Wie konnte aus dem netten Jungen von nebenan ein Mörder werden? Alle suchen in der Vergangenheit. Mischa Ebner und sein um 2 Jahre älterer Bruder Alex wachsen im idyllischen Tutwil im Kanton Thurgau auf. Gemeinsam besuchen sie hier die Primarschule. Der ältere Bruder ist Mischas engste Bezugsperson. Er nimmt sich im Alter von 25 Jahren das Leben. Nur wenige wissen damals, dass in diesem jungen Leben schon viel Schlimmes passiert ist. Im Alter wurden die beiden Brüder von ihrer Mutter im Kinderheim abgegeben. Edwin Bicker ließ die Geschwister damals kinderpsychiatrisch abklären. Die Abklärungen zeigten ganz klar, dass die Kinder Defizite im emotionalen Bereich aufwiesen, dass sie keine Bindungen zu Erwachsenen hatten, sondern nur gegenseitige, geschwisterliche.
Die Kinder fragten zum Beispiel nie nach Mutter oder Vater. Wenn sie darauf angesprochen wurden, schien das für sie völlig irrelevant. Außerdem zeigten sie einen enormen Hunger nach Zuwendung, nach Liebe. Sie waren in ihrer Wohnung so gut wie eingeschlossen gewesen. Nachbarn erzählten uns, dass im damaligen Kinderzimmer praktisch ständig die Rollläden unten waren, auch tagsüber. Man sah die Familie auch nie als Familie draußen. Die Geschwister werden von Adoptiveltern liebevoll aufgenommen. Die Familie erhält therapeutische Unterstützung. Die Kinder entwickeln sich gut. Auch in den Augen der Experten. Die Kinder glichen ihre Entwicklungsdefizite, sie lagen im Verhalten 2 bis 3 Jahre zurück, in enorm kurzer Zeit aus. Die Familie unternahm extrem viel mit den Kindern, machte sie mit der Natur vertraut, alles Dinge, die sie zuvor gar nicht gekannt hatten. Ich war nicht zuletzt deshalb so erschüttert, weil ich gedacht hatte, dass da 2 Kinder nun mal wirklich das Glück hatten, eine gute Familie zu finden, um das korrigieren zu können, was früher schiefgelaufen war. Wir wussten ja, dass er eine schwierige Kindheit hatte. Ich riet ihm mehr als einmal, sich deswegen behandeln zu lassen, das mal aufzuarbeiten. Man merkte ja, dass er darunter litt. Er wusste aber nicht, wie schwierig das wirklich für ihn gewesen war. Er blockte stets ab. Das habe ich nicht nötig. Das ist nicht so schlimm. Das ist nichts für mich. Ja, das ist nichts für mich. Es ist relativ naheliegend, dass seine Schwierigkeiten, sein tragisches Leben in der Kindheit eine große Rolle spielten. Das wäre für jeden anderen Menschen, der so etwas erlebt hätte, auch belastend gewesen. Doch nicht jeder Mensch, der so etwas erlebt, wird später gewalttätig. Deshalb ist davon auszugehen, dass auch andere Faktoren eine Rolle gespielt haben. Da wäre zunächst seine Persönlichkeit, die Art und Weise, wie er mit diesen Belastungen umging. Während der 27-jährige Mischa Ebner in Untersuchungshaft sitzt, fügt sich das Bild für die Polizei Stück um Stück zusammen. Ebner, der seit 3 Jahren eine Freundin hat, suchte obsessiv den Kontakt zu jungen Frauen. Wir konnten in diesem Zusammenhang fast 50 Frauen ermitteln und zum Teil befragen. Frauen, die von ihm angesprochen wurden, reagierten so, wie das wohl jede Frau tun würde. Er sprach diese Frauen jeweils unkompliziert und direkt an, was diesen Frauen missfiel. Sie gingen auf Distanz und wollten mit ihm nichts zu tun haben. Weil die Frauen nichts mit ihm zu tun haben wollten, habe er sich an ihnen gerecht. Das gab Ebner später in der Einvernahme zu Protokoll. Mischa Ebner hat weitere Straftaten gestanden. Der mutmaßliche Täter des Tötungsdelikts in Niederwangen hat im Verlauf der bisherigen Befragungen gestanden, auf den Gebieten der Stadt Bern, des Kantons Bern sowie in einem anderen Kanton weitere Straftaten begangen zu haben. Mischa Ebner gesteht insgesamt 29 Delikte, darunter mehrere Raubüberfälle, 3 Tötungsversuche und einen Mord sowie einen weiteren Überfall 5 Tage nach dem Mord an Natalia Slupski. Seine Opfer wählte er alle zufällig aus. Er war zwar geständig, doch sein Geständnis war nicht wirklich das eines Täters, sondern es war vielmehr das Geständnis eines Opfers, als dass er sich sah, als Opfer der Gesellschaft, der Frauen. Wenn ihm alle die nötige Aufmerksamkeit und Liebe geschenkt hätten, wenn ihm auch alle Frauen, die er anschrieb, Liebe geschenkt und ihn verstanden hätten, dann wäre es nie so weit gekommen. Das stand immer im Vordergrund. Und das ist eigentlich immer im Vordergrund gestanden. Und über die Taten selbst wollte er nicht wirklich reden. Er wollte nur darüber reden, was die anderen falsch gemacht hatten. Warum er es hatte machen müssen. Das wurde sehr bemühend. Vor allem deshalb, weil er ja ein super Umfeld und eine gute Beziehung hatte. Eine Familie, die ihn aufgenommen hatte. Er war ja sehr positiv aufgenommen worden. Man hatte ihm ja sämtliche Chancen geboten, doch ihm war das zu wenig. Alles ist für ihn zu wenig. Nichts war ihm gut genug.
Was hätte verhindern können, dass er zum brutalen Mörder wurde? Seine Taten hätten früher aufgedeckt werden. Seine Taten hätten früher aufgedeckt werden müssen. Man muss davon ausgehen, dass er, wenn die Taten einmal aufgedeckt worden wären, sich geschämt hätte und dass er dann mit großer Wahrscheinlichkeit, nicht mit Sicherheit, aufgehört hätte. Die Polizei war Mischa Ebner ein halbes Jahr lang auf den Fersen. Sie ging jeder Spur und jeder